die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, Huhu hier wieder beim Koali und ihr seht nicht, aber ihr hört die Würfelphilosophen. Jonathan und Zeitiger und Alex und den Koali. Und falls ihr zwischendurch ein paar komische Geräusche hört oder Leute auf mein Mikrofon draufklappen, was euch voll in die Ohren gehen wird, dann ist das der Baby-Koala, der nicht schlafen will und ebenfalls mit an Bord ist und heute hoffentlich nicht so fleißig mitdiskutiert. Wir haben heute ein interessantes Thema. Das Thema lautet künstliche Intelligenz, KI. Und das ist uns vorgeschlagen worden und von jemandem, den der Jonathan kennt. Und vielleicht deswegen gebe ich direkt mal ab an den Jonathan. Ja, einer unserer Hörer, einer meiner Freunde kam auf mich zu und sagte, mach doch mal was zum Thema KI, weil ich hab so gehört von und auch mal ausprobiert, so ein Ding, da kann man drei Worte eingeben oder drei Sätze und dann spuckt einem das Ding ein Bild aus. Und das eignet, sagt er, eignet sich irgendwie ziemlich gut zur Illustration von Rollenspielen. Und was ist denn dann eigentlich mit den ganzen armen Zeichnern und so und Illustratorinnen und Menschen, die am Layout von Rollenspielbüchern beteiligt sind? Werden die dann nicht wegrationalisiert? Und wie ist das überhaupt mit KI? Und redet da noch mal drüber. In diesem Fall ein Shoutout an Patrick, der uns die Frage mitgegeben hat. Und ich muss gestehen, ich habe von KI so ungefähr gar keine Ahnung, aber zum Glück haben wir den Zeitiger da, den ich jetzt übergeben würde, der uns ein bisschen erzählt, was das eigentlich ist, wie das funktioniert und wo vielleicht auch Schwierigkeiten und Grenzen liegen. Und dann haken wir da vielleicht wieder ein. Na, am besten fangen wir einfach mal beim Adam und Eva der KI-Systeme einfach mal an. KI-Systeme haben ja so ihre Historie so Ende der 70er, Anfang der 80er gehabt. Sind damals grandios gegen die Wand gefahren, weil die ganzen hohen Erwartungen an künstliche Intelligenz nicht erfüllt worden sind. Man hat einfach sehr viele Daten damals reingekippt, aus der damaligen Sicht viele Daten. Wenn man heute anschaut, mit was die jetzigen KI-Systeme arbeiten, dann ist das lächerlich wenig. Aber was ist letztendlich so ein KI-System? Also letztendlich bauen wir Informatiker, haben halt vor längerer Zeit angefangen eben zu sagen, okay, Neuronen, wie so menschliche Gehirne funktionieren, das können wir ja elektronisch in Programmen nachbauen. Und dann sagen wir, okay, hier ist die Eingabe und dann diese Ausgabe erwarten wir. Und das System organisiert sich so gesehen selber und versucht dann darauf zu reagieren und organisiert sich dann jedes Mal neu. Also Motto, ich gebe dann ein Bild rein, sage, das ist ein Affe. Dann gebe ich ein anderes Bild rein, das ist Banane. Und dann muss ich die ganze Zeit dem System, organisiert sich dann neu, okay, das könnte ein Affe sein, das könnte eine Banane sein, etc. Und man muss das die ganze Zeit eben nachschärfen. Und der Punkt ist aber, so KI-Systeme sind halt fehleranfällig. Und jeder, der schon mal mit so einem Google Capture zu tun hat, die dienen eigentlich dazu, dass Google letztendlich ihre KI-Systeme trainieren lässt, weil die Leute erkennen, okay, das ist ein Hydrant, das ist eine Treppe, das ist ein Boot, das ist ein Auto, das ist ein Fahrrad. Das dient einfach nur dazu, dass man mit möglichst vielen Bildern diese KI-Systeme, diese neuronalen Netze, wie man so schön sagt, trainiert. Und der Punkt ist aber, es gibt bei diesen neuronalen Netzen halt auch Probleme, also Bilderkennung. Es gibt genügend wissenschaftliche Paper, wo es mal so macht, also so Experimente, zum Beispiel so aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier ein Bild, das wird hundertprozentig vom KI-System als Auto erkannt. Jetzt nehmen wir mit Photoshop mal ran und bauen das Auto aus. Wir geben dieses Bild jetzt offensichtlich ohne Auto dem System und es wird als Auto erkannt. Der Punkt ist nämlich also nicht, dass das Auto erkannt wird, sondern es wird dann zum Beispiel der Baum im Hintergrund als Auto erkannt. Also was das KI-System erkennt, weiß man gar nicht, bis man eben mal versucht, mit so Gegenproben mal zu reinzustechen. Und das Problem ist letztendlich für uns Informatiker, warum ich auch sage, man sollte vorsichtig sein, diese Machine Learning neuronalen Netze basieren halt darauf, was du vorher reingegeben hast und wo du hinten raus gesagt hast, okay, das ist das oder jenes. Und der Punkt ist, das ist eine Blackbox.
Das war schon in den 80ern eine Blackbox. Das ist jetzt im neuen Jahrhundert schon wieder noch eine Blackbox. Also ist es immer eine Blackbox gewesen. Und das Problem ist aber auch, das Ding hat halt nur eine Trefferwahrscheinlichkeit. Also man kann sagen, okay, zu 99% ist das ein Affe. Aber es kann auch zu 1% irgendwas anderes sein, wie ein Frettchen, ein Stinktier oder sonst was, was irgendwie so ähnlich aussehen könnte wie so ein Affe. Und das ist halt alles so geschehen Statistik. Also eigentlich sind so diese ganzen Machine Learning, wie es heute so modern heißt. Das ist einfach alles nur, wir haben nur mehr Daten jetzt dafür. Wir haben mehr Leute, die das freiwillig füttern, weil sie irgendwelche Google Captchas lösen oder eben dafür als Klickarbeiter entsprechend dann das arbeiten dürfen. Es gibt ja auch Leute, so gesehen in der dritten Welt, die dann nur aufgestellt worden sind, Bilder zu taggen. Und man kann diese Machine Learning-Daten halt mittlerweile so umdrehen, dass sie sagen, okay, ich erkenne so gewisse Muster, so gewisse Schemata. Und das Problem hinsichtlich der ursprünglichen Frage, um jetzt mal dahin zu leiten, ist, mit den KünstlerInnen, die da plötzlich arbeitslos werden, die haben dieses System mehr oder minder unwissentlich trainiert, dass sie so gesehen arbeitslos werden. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt sage, ich gebe dem KI-System, wenn Rembrandt mehr Bilder gemalt hätte, einfach alle Rembrandt-Bilder und sage dem lieben KI-System, mal mir ein neues Rembrandt-Bild, dann kann das KI-System sogar tun. Ich kann sogar sagen, liebes Programm, mach mir ein Rembrandt mit einem Auto. Und Rembrandt kannte damals natürlich kein Auto, aber dann würde ein Auto gemalt werden im Rembrandt-Stil. Die Frage ist aber, würde Rembrandt noch leben? Wem gehört jetzt eigentlich das Urheberrecht an der Stelle? Weil dieses System wurde letztendlich mit Rembrandt-Bildern trainiert. Und das Problem ist, urheberrechtlich reproduziert dieses System effektiv nur Fragmente, Muster und andere Strukturen dieser KünstlerInnen. Und wir wissen aber auch nicht, wer von den ganzen, welcher Anteil. Ist es jetzt zu 10% Künstler A und das ist 5% Künstler B und vielleicht ist es 20% Künstler C? Wenn wir die jetzt irgendwie bezahlen wollen dafür, wüssten wir nicht mal, wie wir das auswerten, weil die Blackbox es gar nicht ermöglichen würde, rauszufinden, wo das Ding gerade eigentlich die Daten herzaubert. Also da geht eine Schar an Problemen auf, dass man einfach sagen kann, das ist einfach so ein rechtliches Problem. Computer können kein Urheberrecht erzeugen, aber die Daten, die da als Grundlage waren, das ist ein Remix davon einfach nur. Aber dafür wurde oftmals gar nicht die rechtliche Lizenz dafür erteilt. Und das ist auch dann oftmals auch fragwürdig, ob das so funktioniert. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir machen noch mal hier das Thema auf. Wenn ich letztendlich nicht mehr weiß, wie dieser ganze Remix entstanden ist, wie kompensiere ich denn diejenigen, die dieses System überhaupt trainiert haben? Und haben die überhaupt einen rechtlichen Anspruch darauf, dass sie dafür bezahlt werden? Und wie weit ist das eigentlich eine Nutzungslizenz dieser Arbeit über die Lebenszeit hinaus, als nur für die jeweilige Stunde, wo ich das zusammengeklickert habe, dass das ein Stinktier ist? Und das frage ich euch jetzt mal, liebe Philosophen, wie seht ihr das denn? Also ich hoffe, ich habe jetzt so das erste Problem mal schon mal so halbwegs verständlich erklärt. Ich habe, also nur damit ich mich versichere, dass ich es verstanden habe, so ein Ding wird gefüttert mit Daten und baut auf dieser Grundlage was Neues. Kann also im Prinzip nur reproduzieren, was es schon gibt Genau. und das und die sozusagen diese Daten auf auch neue Motive anwenden. Genau. Das heißt, im eigentlichen Sinne kreative, also schöpferische Arbeit, Kann ein Computer nicht. genau, können die nicht. Ja, okay. Ja, mit dem Urheberrecht. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es 75 Jahre nach dem Tod einer Person alle Werke, die diese Person von sich, also die diese Person geschaffen hat, sind dann gemeinfrei. Also mit denen kann man dann ja machen, was man will. Das ist ja etwas, was für uns PastorInnen immer spannend wird beim Thema Liederzettel oder mit Liedgut umgehen. Wann kann ich was, einen Text abdrucken und noten und wann nicht? Und wann komme ich daran und wann nicht? Rein theoretisch
funktioniert das ja auch mit Leuten, also von jetzt, ne? Also zeitgenössischen KünstlerInnen, also auch mit, wahrscheinlich auch mit Musik. Also, ne? Ja, also noch mal kurz reingrätschen. Es gab ja diesen einen Fall jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen, wo dieser eine südkoreanische Künstler verstorben ist. Wo ich den Namen jetzt nicht parat habe. Ich bin auch in dieser Künstlerwelt nicht so drin. Ich folge nur ein paar KünstlerInnen auf Twitter. Aber das, was dann eben diese AI-Artists gemacht haben, die haben sich so eine KI geschnappt. Eine von den vielen, die da draußen ist. Und dann die so trainiert, dass die, wie wir es gerade am Rembrandt-Beispiel hatten, Kunst erzeugt haben, die so im Stil von diesem gerade frisch verstorbenen Künstler ist. Er hat halt mehrere Probleme. Ja, zum einen ist er noch nicht diese 70 Jahre tot, damit das nach deutschem Urheberrecht okay wäre, zumindest rechtlich gesehen. Ob das moralisch einwandfrei ist, ist ja mal dahingestellt. Und die verkaufen sich dann eben, weil das eine kreative Leistung ist, die KI so lange zu trainieren, bis da das rauskommt, dass es so aussieht wie als Künstler. Ist das jetzt aber wirklich Kunst, was da angestellt worden ist? Ja, das ist eben auch noch das Ding. Und genau, das ist mir jetzt nur noch so eingefallen. Das ist ja tatsächlich also eine zweite Frage, die sozusagen die andere Seite von dieser Urheberrechtsfrage ist. Was ist eigentlich Kunst? Also ist es Kunst, etwas so nachzumalen, wie es Rembrandt oder Monet getan hätten oder irgendwie sowas? Ich persönlich würde da ja sehr hart sagen, das ist total gutes und manchmal auch brillantes Handwerk. Aber das ist keine Kunst, weil die Kunst für mich was Schöpferisches hat und daher sozusagen dem geneigten Handwerker auch überlegen ist. Handwerkende haben auch was Künstlerisches, aber sozusagen Kunst schafft ja aus Voraussetzungen, die man hat, etwas Neues. Aber das macht die KI doch auch. Ja. Aber die KI macht ja sozusagen nach, was sie schon kennt. Und der Künstler hat was sehr, sehr viel Schöpferischeres. Aber wer bewertet das denn? Also jetzt mal ehrlich, wenn ein Künstler muss ja auch irgendwo mal gelernt haben, wie man ein Kunstwerk erschafft. Und das tut er, indem er von anderen Leuten lernt, wie man das macht. Und dann kommt halt der Prozess irgendwann, dass er sich irgendwas Neues ausdenkt. So. Aber wer beurteilt denn, was etwas Neues ist und was ein kreativer Schaffensprozess ist und was nicht? Also nur weil das jetzt kein Mensch ist, der das irgendwie fabriziert hat, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht irgendwas Neues ist und was Schöpferisches. Ja, das ist letzte, da würde ich doch in dieselbe Kappe einfach nur schlagen, nämlich das Problem einfach so, ja, jeder angehende Künstlerin machen ja das letztendlich dasselbe. Man kopiert erstmal bestehende Stile, man lässt sich so gesehen von anderen Bildern inspirieren, lernt so gesehen das Handwerkszeug, ein Bild, einen gewissen Stil zu imitieren. Viele Rollenspielbücher folgen ja einer gewissen Designphilosophie und da sind sehr viele unterschiedliche KünstlerInnen so gesehen tätig dahinter. Aber die Bilder sehen alle aus derselben Hand, nach demselben Stil, nach demselben Guideline, Corporate Identity etc. aus. Und da ist auch noch die Frage, ist das noch Kunst? Oder könnte man effektiv auch sagen, wir nehmen jetzt einfach alle DSA 5 Bilder, die wir jetzt so gesehen, Ulysses jetzt alles so publiziert haben, kippen die einmal in die Kunst-KI und sagen, okay, alle zukünftigen Bücher werden einfach nur mit Remixes aus diesem Bildfundus erzeugt. Und dann machen wir jetzt mal diesen bösen Teufel an die Wand, nach dem Motto, okay, jetzt könnte man eigentlich das komplette Art-Team von Ulysses ja entlassen oder beziehungsweise darauf reduzieren, dass die Leute einfach nur die bösen Artefakte aus den Bildern rausgradieren, die die KI halt immer noch erzeugt. Und vielleicht noch das KI-System mal ein bisschen zu korrigieren, wenn dann eben ein Stinktier statt einer Katze rausfällt. Ja, also ich sehe da, also es ist durchaus eine Möglichkeit, ja. Ja, ich finde, wir haben jetzt gerade so 2 Sachen berührt. Ne? Was ist Kreativität und wo fängt da Kreativität an? Wo hört das blanke Nachahmen oder Kopieren auf?
Und was ist die Eigenleistung? Ja, natürlich kann ich auch einen Praktikanten mir schnappen und sagen, bastel doch mal hier die 5, 6 Bilder zusammen zu einem neuen. Ist das dann aber wirklich was Kreatives? Ist das eine wirkliche Eigenleistung? Und wie geht man mit den Quellenmaterialien um? Ne? Das ist ja wieder das Urheberrecht. Und jetzt noch ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben oder nur ganz am Anfang. Wie gehen wir denn damit um, dass jetzt gerade auch im Rollenspielbereich machen das ja ganz viele, die sich so eine KI schnappen und so mal kurz ein Charakterporträt erstellen lassen und sich so dann den Unkostenbeitrag und Umweg über eine echte Person ersparen. Das hat ja die Folge, dass A, Arbeitskraft eingespart wird und damit auch Einkommensgeneration von KünstlerInnen und dieser Übungseffekt auch verloren geht. Viele fangen ja an mit irgendwelchen kleinen Arbeiten für günstig Geld. Die Qualität ist jetzt noch nicht auf Meisterlevel, muss ja auch nicht. Ne? Wir sind ja bloß so eine kleine freie, in der Freizeit stattfindende Rollenspielrunde. Ich will ja nur mal was Kleines. Aber auch das fällt weg. Also diese Übungsräume, dieses Wachstumspotenzial, was damit einhergeht, geht weg und gleichzeitig wird eben zu Lasten von bestehenden KünstlerInnen auch ja, was Neues geschaffen. Also man hat quasi so ein zweischneidiges Schwert, was auf beiden Seiten KünstlerInnen benachteiligt. Ich meine, das ist ja so ein Problem, was die Gesellschaft ja schon mal hatte oder jetzt auch gerade noch mal akut hat. Ne? Nur, dass es jetzt auf einem Gebiet stattfindet, wo wir gedacht haben, dass dass wir Menschen halt nicht ersetzbar sind, nämlich auf dem kreativen Bereich. Ne? Auf einem ähnlichen Gebiet könnte man ja sagen, irgendwie das Gleiche hat man damals ja gesagt, als die Robotik irgendwie anfing, ne? Oder die Industrialisierung mit den ersten Maschinen, die Arbeitskräfte halt überflüssig machten. Und genau dasselbe Problem, ne, das hattest du ja gerade angesprochen, Arbeitsplatzverlust oder ne, Arbeitskreativitätsverlust oder was wie auch immer man das nennen möchte, findet jetzt halt auch auf diesem Gebiet statt, obwohl man es vorher halt also nicht für möglich gehalten hätte, dass irgendwie eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz sowas leisten könnte. Wobei man da auch das, um die Sache ein bisschen mehr zu erden, auch darauf anmerken muss, dass natürlich diese ganzen, wenn ich sage, ich hätte jetzt gern ein Charakterporträt, ich scheitere spätestens an solchen einfachen Aussagen, lieber Charaktergenerator mit KI-System, mach mir doch bitte mal eine arabischstämmige Frau mit einer Gesichtstätowierung, die so und so aussieht. Das kriegst du nicht hin. Das ist zu weit weg von dem 0815-Fall. Also solange dich diesem Standardschema, ich möchte es gerne in Menschen in verschiedenen Ethnien haben, das kannst du sehr gut zum Beispiel mit Artbreeder ohne weiteres reproduzieren. Aber sobald du halt von den Stereotypen wegkommen möchtest, und sei es eben grüne Orks, sei es Leute mit spitzen Ohren, das kriegen die KI-Systeme immer noch sehr bedingt nur hin. Und spätestens, wenn man bei irgendwelchen sehr abgefahrenen Space-Aliens sich bewegt, ist es vorbei. Weil da fällt man einfach aus diesem Standardschema raus und da ist wirklich auch wieder so Kreativität da, wo es einfach nicht so viel am Markt gibt. Weil also der Punkt ist, diese KI-Systeme können halt nur das reproduzieren, was mehr und mehr Wasser ist. Also irgendwelche Menschen, die Porträts, das kriegt das System sehr leicht hin. Aber sobald das halt obskur wird, dann wird das entweder sehr, sehr generisch oder es wird halt sehr verwaschen und mit sehr vielen Artefakten überladen. Also da habe ich bis jetzt keins der KI-Systeme wirklich überzeugen können. Ja, und es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da offensichtlich keine kreative Eigenleistung in irgendeiner Art und Weise erfolgt. Sonst könnte ja die KI auch mit ein bisschen was erreichen. Ne? Also es geht immer nur, wenn ausreichend von anderen geborgt oder da ja da keine Entschädigung erfolgt oder keine Absprache erfolgt, keine Erlaubnis erfolgt, ist es ja nicht borgen, sondern direkt stehlen. Die Frage ist halt, wie lange noch, ne? Also die Dinger werden ja auch in rasanter Geschwindigkeit lernfähiger und besser, ne?
Ja, und weiteres Problem ist ja auch zum Beispiel in den USA gilt das schon so als Fair Use, fällt das so gesehen unter diese Fair Use Policy, die das amerikanische Urheberrecht halt führt. Die Europäische Union ist auch schon darüber nachdenken, ob sie da jetzt einen Ausnahmepassus drin haben. Und das ist so wirklich so ein Treppenwitz, weil wir haben ja vor mehreren Jahren uns mehrfach auf die Straße gestellt, als diese ganze Urheberrechtsreform in Europa stattgefunden hat, wo man da steht. Ja, wir hätten gern hier eine vernünftige Fair Use Policy und Upload-Filter, bla. Und jetzt bekommt plötzlich die KI-Systeme so, ja, ihr kriegt jetzt den Blankoscheck, den wir Menschen gerne gehabt hätten, plötzlich ausgestellt. Wo man also da steht, okay, da hat jetzt einfach die KI, also die ganze IT-Branche plötzlich mehr Gewicht als die Interessen der Gemeinschaft, also der Allgemeinheit so rum. Und das ist halt irgendwie so aus meiner Sicht her so ein bisschen so sehr, sehr bitter, weil es einfach nur zeigt, es geht der EU da wieder nur um Wirtschaftsinteressen und weniger darum, Bürgerrechte, Bürgermöglichkeiten zu schaffen. So, weil die gestalterischen Rahmen kriege ich halt nur, wenn ich das Ganze jetzt in Software gieße. Ja, danke. Das ist halt immer eine Frage, bin ich dazu in der Lage? Ja, ich bin in der Lage, aber ich bin auch in der privilegierten Position, dass ich Software schreiben kann. Und auch sage, KI-Systeme sollte man vorsichtig betrachten, weil, wie gesagt, Blackboxen. Und wenn man aber sagt, okay, ich möchte jetzt dieses eine Bild für mich privat gerne nutzen und umstellen und remixen und so weiter, das ist wiederum mir nicht offiziell erlaubt. Bewege ich mich in die Grauzone. Ja, danke. Es war ja jetzt nochmal, ich hänge noch an einem anderen Punkt, inwieweit die Kompilation von verschiedenen Dingen Kunst ist oder nicht. Ich finde, Kompilation ist was anderes als Reproduktion. Wenn ich nur etwas nachmale oder Musik nachmache, wie sie XY gemacht hat. Und dann kann ich mich tatsächlich fragen, natürlich ist dann das Schreiben des neuen Liedes oder das Malen des neuen Bildes und das Überlegen des Motivs auch eine kleine kreative Leistung. Also ich will mein sehr scharfes Urteil von vorhin, je mehr ich drüber nachdenke, nochmal revidieren. War ja auch die Überlegung, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Texte habe, die als Grundlage für meinen eigenen nehme. Ich kenne sowas vom Predigen. Wir haben immer einen Bibeltext als Grundlage und dann habe ich vielleicht noch zwei tolle Predigten von zwei KollegInnen gelesen. Und nehme den einen Gedanken aus der einen Predigt und den nächsten Gedanken von der anderen Predigt. Und bei der einen gefallen mir sogar drei Sätze so gut, dass ich übernehme. Oder ein Abschnitt. Und am Ende, es ist ja aber doch meine eigene Predigt, weil ich es ja kompiliere, wie ich meine, dass es gut zusammengehört. Also in der Kompilation liegt auch eine Form von Kunst. Sonst wären ja zum Beispiel Collagen auch keine Kunstform. Das ist ja die ursprünglichste Form davon. Ich nehme irgendwie Ausschnitte aus der Bravo und bringen sie zusammen mit Passagen über irgendwie Feminismus von Simone de Beauvoir oder so. Das kann ja sehr abgefahren sein. Und da ist eben auch die Frage, inwieweit sind KIs zu sowas überhaupt in der Lage? Und ich glaube, worauf man sich sozusagen einigen kann, auch ohne dass ich jetzt viel Ahnung von KIs hätte, ist, dass je mehr Eigenleistungen das Ganze beinhaltet, desto ungefährlicher ist die ganze Nummer für die Jobs von KünstlerInnen. Wobei, wenn ich jetzt überlege, meine Schwester ist Künstlerin, die ist Harfenistin. Das ist ja jetzt auch nichts, womit man, wenn man nicht Jörg Immendorf oder wie heißt der Richter mit Vornamen? Gerhard Richter heißt. Und dann verdient man da ja in der Regel auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also ich glaube, gerade wo du jetzt Collagen ansprichst, die wollte ich auch schon ansprechen, mir ist nur das Wort nicht eingefallen. So viel habe ich also mit Kunst am Hut. Da ist ja immer noch die Leistung, du suchst auch das, was du miteinander kombinieren möchtest.
Und du schätzt das, was du miteinander kombinieren möchtest, auch ein, bevor du es kombinierst. Und dann kombinierst du das auch noch. Diese drei Schritte macht ja die KI. Und du weißt gar nicht, was denn da alles passiert. Das Einzige, was du kombinierst, ist quasi die Schlagworte, nach denen es suchen und kombinieren soll. Also wenn ich jetzt mal dein Predigtbeispiel nehme, kannst du sagen, okay, ich hätte gern was zu Glaube, ich hätte gern was zu Muße, ich hätte gern was zu Kreuzigung. Das jetzt mal irgendwie zusammen im Kontext Ostern oder so, keine Ahnung. Und dann kommt da ein Text raus und den liest du dann vor. Ja, du weißt nicht, woher es kommt. Da macht dann vielleicht das eine oder andere keinen Sinn. Der Übergang ist kacke. Und ist das dann Kunst? Oder kann das vielleicht sogar einfach weg? Ja. Das Lustige ist, es werden ja aktuell schon aus KI-Systemen Sportberichterstattung zum Beispiel erzeugt, weil das immer einem sehr gewissen Schema folgt und da sind KI-Systeme mittlerweile durchaus weit verbreitet. Gerade in Amerika werden einfach Sportberichte mittlerweile nur von KI-Systemen erzeugt, weil du gibst nur durch die Eingabe ein, okay, wie viele Tore sind gefallen, wie viele Leute wurden wann wie getackelt und das war's dann. Und dann wird am Schluss ein schön folgbarer Bericht einfach erzeugt, den man prima lesen kann, weil das einfach einem gewissen Schema folgt. Aber sobald das Schema halt nicht mehr so starr ist, dann fällt es halt auf die Füße. Aber ja, im Prinzip, und ansonsten ist ja prinzipiell auch alles irgendwie ein Remix, weil alles, was wir Menschen auch erzeugen, ist meistens irgendwie aus Fragmenten verschiedener Gedankenwelten entsprechend zusammengebaut worden. Dasselbe, wie gesagt, auch bei KünstlerInnen, die Bilder erzeugen und die Machine Learning Künstler-Dinger erzeugen letztendlich auch nur aus vielen lustigen Fragmenten, aus einzelnen Strichen, aus einzelnen Mustern einfach nur eine weitere Collage. Und ich glaube, letztendlich ist das ja auch nur ein Fundament, auf dem man bauen kann. Also so ähnlich wie so ein Rohbau von einem Haus, wo du da stehst, ja, sieht aus wie ein Haus, das Dach ist etwas schief, aber das kriegen wir ohne weiteres noch zurechtgedübelt und ansonsten ist der Rest, was wir machen müssen, ist halt auszustaffieren mit vernünftiger Wandfarbe und anderen Details. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, dass ja sozusagen man eine KI beauftragt, XY zu erschaffen. Ne? Man sagt, ich möchte das im Stil von XY, also ich möchte ein Auto im Stil von Rembrandt und dann malt es einem ein Auto im Stil von Rembrandt. Aber in der Kunst gibt es seit Umberto Eco die Theorie vom sogenannten Tod des Autors. Das heißt, wenn ich ein Bild angucke, ist für das, was ich mit dem Bild verbinde, völlig irrelevant, was der Künstler damit aussagen wollte oder ob der Künstler überhaupt etwas damit aussagen wollte. Also das, was man im Deutschunterricht immer lernte mit, was sozusagen der Künstler den Künstler bewegt hat und so weiter und dann sollte man das an einem bestimmten Text zeigen, einordnen in sein Leben, ist insofern etwas überholt, weil natürlich hat der Künstler oder die Künstlerin auch bestimmte Voraussetzungen, ist beeinflusst von bestimmten Strömungen. Und was weiß ich, bei dem einen kann man nachweisen, durch Tagebucheinträge, der hat mit 19 ganz viel Goethe gelesen. Und dann fängt er an, mit 19 Texte zu schreiben, oder sagen wir mit 29. Dann ist es einfacher abzugrenzen. Mit 29 hat er Goethe gelesen und dann, das beeinflusst ihn stark, das schreibt er in einem Tagebuch. Und die Texte danach klingen plötzlich alle sehr viel mehr nach Goethe vom Stil her als die vorher. Aber sozusagen jetzt, man geht nicht mehr dahin zu sagen, Künstler A wollte uns dieses und dieses mit diesem Bild mitteilen. Weil man begriffen hat, dass diese Aussage vor 40 Jahren zum Beispiel auch eine ganz andere gewesen wäre. Also man selbst, wenn man vor einem Bild steht oder einen Text liest, interpretiert den ja auch immer auf bestimmten Voraussetzungen, die man hat. Sprich, wir sagen, im Gegensatz zu dem, was die KI macht, ist Kunst nicht im ersten aus sich selbst heraus intentional. Kunst baut auf Resonanz, aber ein Bild wird sozusagen nicht dadurch Kunst, dass es eine Message hat,
sondern ein Kind, ein Bild wird dadurch Kunst, dass es für jeden von uns Vieren zum Beispiel eine bestimmte Message hat, die sich aber gar nicht gleichen muss. Ich würde da vielleicht sogar einen Haken und würde sagen, dass das eine mögliche Interpretation schon wieder ist von Kunst, aber jetzt auch nicht Allgemeingültigkeit besitzen muss. Also gerade wenn man irgendwie daran denkt, dass jemand durchaus eine Intention hat, irgendwie indem er das schreibt, und dann 100 Jahre später gibt es andere, was du ja gerade beschrieben hast, ne, andere, die was völlig anderes hineininterpretieren. Das sollte dir aus der Predigtlehre ja auch irgendwie bekannt sein, das Problem. Ich habe das gerade auch irgendwie erfahren, wenn ich mit Jugendlichen jetzt gerade neulich diskutiert habe, die lesen gerade Faust in der Schule und die haben völlig andere Ideen zu Faust, als ich das in der Schule noch hatte, als ich das gelesen musste, ne? Einfach weil sich die Zeit geändert hat, ne? Und der Umgang mit Sachen. Und so gibt es halt die Kunst, die der Erschaffer macht, und die Kunst, die Leute wahrnehmen. Das sind zwei verschiedene, aber es ist beides Kunst, ne? Würde ich sagen. Aber das Problem ist einfach, KI-Systeme sind halt nicht veränderbar, außer man gibt halt neue Learning hinein. Solange man die Lerndaten nicht ändert, bleibt das KI-System so gesehen in sich stabil. Solange ich keine Rückmeldung gebe, kein Feedback und keine neuen Lerndaten reingebe, bleibt das stabil. Und das Problem ist aber auch, diese Daten sind halt auch nicht unproblematisch. Also bei Kunst ist es jetzt relativ. Das Problem ist einfach, da würden eben so Stereotypen, zum Beispiel alle schwarzen Personen haben dicke Lippen, um mal irgendein dämliches Stereotyp mal rauszuziehen, das kriegst du im Artbreeder immer so aufgedrückt. Das kannst du nicht abstellen. Da musst du entsprechend händisch nachkorrigieren, wenn du das nicht haben möchtest. Und das ist jetzt nur ein kleines Problem. Aber zum Beispiel auch, wenn so KI-Systeme halt plötzlich zum Entscheidungsprozessen plötzlich eingebunden werden, wie zum Beispiel, möchte ich diese Person jetzt einstellen? Da gibt es diverse Nachrichten, gerade im IT-Umfeld, wo das sch fundamental schiefgelaufen ist. Da hat sich Amazon, Google etc., die haben sich alle damit ins Knie geschossen, weil sie dann plötzlich das Problem hatten, dass eben aufgrund der Daten, die gerade in der IT-Branche sehr männlich weiß dominiert geprägt sind, und das waren die Learnings, hatte unmittelbar zur Folge, dass alle nicht weißen Cis-Männer plötzlich eben von dem KI-System diskriminiert wurden, weil die Daten halt schon diskriminierend waren und sie so gesehen Daten dann reproduziert haben. Und das Problem ist genauso, wenn man diese KI-Systeme halt dann bei Entscheidungsprozessen wie, gebe ich hier diesen Kredit raus, entsprechend bei Banken jetzt anwende, kann das ganze Lebenswege entscheiden, wenn ich plötzlich keinen Kredit kriege für das, was ich tun möchte. Und das ist eben, was ich immer wieder so meinen Studierenden immer aufs Auge drücke, wenn sie mir erzählen, wie toll KI-Systeme sind. Dann sage ich, ja, aber du musst schon wissen, wenn du da Scheiße in das KI-System halt reinstopfst, bekommst du auch Scheiße raus. Weil wenn du diese Daten nicht entsprechend von ihren Diskriminierungen bereinigst, und das ist ein unheimlich aufwendiger Prozess, das zu erkennen und sie dann rauszunehmen, das Da peilen sie lange scheitert ja nicht. auch schon der normale Mensch dran. Also, ne, Genau. also wer ist denn Genau. von uns diskriminierungsfrei? Also selbst diejenigen, die sich das hoch auf die Fahne schreiben, haben Nee, also irgendwo. ich versuche es zu verbessern, so gut wie möglich, aber das, nee, also wer nicht schon mal diskriminiert hat, wirf bitte den ersten Stein, das wird nicht funktionieren. Nee, das ist eben genau das Problem. Und das ist eben, und das KI-System wird halt nicht hinterfragt und das ist halt eine Blackbox. Und das ist halt ein Problem, dass diese KI-Hörigkeit, gerade so von Politikern des konservativen Lagers, die sagen, ach, mit KI-Systemen, mit Technologie werden wir alles lösen. Ja, mit Technologie können wir auch letztendlich den Konservatismus mit mehr digital zementieren. Das ist halt auch ein Thema, was viele Leute ausblenden, die sich für liberal halten. Das wirft einen ganz neuen Blick auf diese Technologieoffenheitsdebatte, die gerade aus konservativen Kreisen immer sehr, sehr, sehr gerne Genau. benutzt wird. Ja. Man kann ja gar nicht sozusagen, du hast, da wäre es schon dem diskriminierungsfrei. Man betrachtet die Welt ja immer aus einem Standpunkt, der das eine höher gewichtet als das andere. Und damit, also das ist ja nicht mal sozusagen intentional böse, sondern die perspektivische Begrenzung des eigenen Daseins und die perspektivische Wertung auch dessen, was man erlebt, gehört ja zum Menschsein dazu.
Und ich glaube, das ist also zumindest, was ich das, wenn ich hier richtig verstanden habe, ist das das Riesenproblem von KIs. Wenn die sozusagen mit unseren Vorteilen gefüttert werden, kriegen sie nur Vorteile raus. Genau, und sie bleiben dann auch. Ja. Und hier ist, glaube ich, noch der Unterschied, den wir ja immer noch haben als Menschen zur KI. Ich glaube, diese Perspektive, Sicht, die hat die KI auch, ne, durch die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Also das ist quasi die Perspektive der KI. Aber wir Menschen sind in der Lage, gerade wir Rollenspieler wissen das, allein durch das Nachdenken die Perspektive zu wechseln. Ne? Also das mag nicht immer hundertprozentig korrekt sein, aber wir können uns in andere Individuen hineinversetzen und quasi in andere Fußstapfen treten, und von einer ganz anderen Perspektive aus betrachten, als wir gerade sind. Und das kann die KI, glaube ich, noch nicht. Oder man müsste es ihr beibringen. Aber das wäre, glaube ich, auch ein aufwendiger Prozess. Nee, das ist ja wirklich so eine Aufgabe von denjenigen, die halt die Daten bereitstellen, die dann Daten. Die müssen halt die Sachen sichten, müssen entsprechend erkennen, dass da plötzlich Diskriminierung stattfindet. Aber darüber geht, also das ist auch so eine Sache. Ja, viele KI-Projekte sind halt Projekte. Die sind halt irgendwann zu Ende und das Team zieht dann ab und dann ist dieses KI-System installiert. Aber den Betrieb und die Weiterpflege dieser Lerndaten, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Und das ist halt sehr gefährlich. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, gerade in der Kunstszene, also ich denke jetzt so auch an Musik, ne? Da kenne ich mich besser aus als mit plastischer oder malerischer Kunst oder so. Wie oft wir es in den letzten Jahrzehnten hatten, dass wir Künstler verehrt haben als Gesellschaft quasi und deren Machwerk irgendwie hochgeschätzt haben und dann später sich herausgestellt hat, dass diese Personen an sich irgendwie nicht so koscher waren oder sind und so. Und wenn dann quasi eine KI mit deren Werken gefüttert wird und man irgendwie später herausfindet, irgendwie da ist irgendwie was ganz im Argen und man bereinigt das nicht, dann bleibt das ja drin und rotiert weiter und rotiert weiter und verbreitet sich, obwohl man das vielleicht als Gesellschaft gar nicht mehr wissen, gar nicht mehr wollen würde. Ich denke, das ist auch das Kernproblem, was wir jetzt hier schon häufiger hatten. Ne? Die wird halt mit den Daten, die verfügbar sind, gefüttert. Die Daten werden ja von der Mehrheitsgesellschaft produziert und halt der digital angeschlossenen Gesellschaft. Ne? Und das ist ja die mehrheitlich westlich geprägt ist, mehrheitlich industrialisiert, mehrheitlich weiß, mehrheitlich männlich. Und damit gehen ja ganz viele Perspektiven flöten, die die KI dann ignoriert, weil ist halt nicht so richtig tief drin. Der Punkt ist, das ist ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, von wo wir unsere ganzen Computersysteme herbekommen und wo auch mittlerweile nicht unwenige Software auch herkommt, nämlich China. Und die Frage ist gerade hinsichtlich dieser Blackbox-Geschichte und wir nicht unbedingt wissen, was für Lerndaten darunter waren, kann es auch mittelfristig passieren, dass irgendwann, also so ein TikTok-Algorithmus ist ja so der erste große Wurf, wo China mal in der Internetszene mal wirklich einen großen Wurf gelandet hat. Und die sind ja sehr hinterher, eben sich damit ja das richtige Propagandapotenzial dann zu füttern in Zukunft, wenn sie einfach das Learning ein bisschen umdrehen. Also das ist auch politisch gefährlich. Wenn man jetzt mal von der westlichen Perspektive draufschaut, sind wir da angreifbar und wir könnten es nicht mal nachkontrollieren. Das ist ja nicht nur bei dem TikTok-Algorithmus so. Generell sind ja diese ganzen Algorithmen gefährlich im Sinne von, sie reproduzieren und provozieren Strömungen und Intentionen, die eine höhere Klickfolge und eine höhere Interaktion mit der Plattform schlussendlich Genau. als Ziel haben. Und das Genau. sind meistens das, was einen anregt, zu responden, zu interagieren. Und leider ist das, was eben irgendwie Zorn, Hass, Wut. Und deswegen, als Beispiel, dem ich letztens begegnet bin, wenn man jetzt irgendwie Computerspiele und Kunst mag
und dann irgendwie bei TikTok oder bei YouTube unterwegs ist, kriegt man auch irgendwann irgendwelche Incel-Memes präsentiert. Ja, das kann halt ganz schnell passieren, weil der Algorithmus das so gelernt hat. Und das ist auch schon an sich problematisch, ohne dass man nach China gucken muss. Ja, korrekt, weil das Problem ist einfach, die positive Stärkung des KI-Systems ist eben dieser Parameter Interaktion, Guckzeit, möglichst die Leute lange drin halten. Und das ist überhaupt nicht darin eingeordnet, ist das eventuell eine Eskalationsspirale. Und das muss man, gerade YouTube, ja, muss man immer wieder, also ich muss YouTube regelmäßig in Privacy-Modus aufmachen, damit ich, wenn ich Videos mal runterfolge, nicht in dieses Rabbit Hole falle. Mir geht das immer so, ich finde das spannend, man kann ja in unterschiedlichen sozialen Netzwerken dem Algorithmus in unterschiedlicher Geschwindigkeit beim Arbeiten zugucken. Also ich finde immer der Twitter-Algorithmus, das ist so ein gemütlicher Panda oder so. Also zumindest erlebe ich das so, dass der relativ langsam reagiert. Wobei, also das Krasseste erlebe ich bei Insta. Ich bin nicht bei TikTok. dass die echt, also sozusagen, wenn ich meiner Frau irgendwas erzähle und das nächste Mal Insta aufmache, kriege ich Werbung dafür. Das ist, also merke ich schon deutlich. Und wenn ich mir überlege, dass diese ganzen Daten auch in KIs einfließen, dann ist das echt gruselig. Also mit diesen Captures, was du gesagt hast, Zeitiger, das war mir auch nicht klar, dass das eigentlich dazu dient, KIs mit Daten zu füttern. Mhm. So, fand ich auch total abgefahren. Also ich hätte da noch eine andere Anekdote, die ich mal mit reinwerfen wollen würde, die mir jetzt bei den Diskussionen kam. Es gab nämlich in der Vergangenheit schon ein paar Mal so KI-kreierte, ja, kreative Eigenprozesse, sage ich mal, in starken Gänsefüßchen, die auch ein Stück weit ein Meme geworden sind. Nämlich, dass man eine KI gefüttert hat mit Weihnachtsliedern und das daraus resultierende Textprodukt dann vertont hat. Was übrigens auch sehr amüsant ist. Genauso auch die Drehbücher von Filmreihen, beispielsweise Alien, da weiß ich, dass es passiert ist, eine KI gegeben und die hat einen neuen Alien-Film geschrieben oder so ein Drehbuch dafür produziert. Das ging dann auch durchs Internet, das haben alle gefeiert. Und jetzt geht es halt um KI-Kunst im Sinne von Zeichnungen. Ja? Da wäre jetzt so meine Frage, so in die Runde, ohne dass ich selbst jetzt Betroffener oder Experte oder so bin. Warum ist da jetzt gefühlt ein größeres Echo und mehr negative Resonanz zu diesen Eigenproduktionen in Gänsefüßchen von den KIs? Ich glaube, weil man es einfach sieht und weil man sie jetzt auch selber benutzen kann. Also so ein fabriziertes Drehbuch, schön und gut, das kommt dann in der Bubble irgendwie an, ne? Aber kommt dann nicht raus, weil wen interessiert ein Alien-Drehbuch außer Alien-Fans. Wenn ich das selber benutzen kann und wir nutzen alle tagtäglich, egal ob wir Rollenspieler sind oder nicht, Bilder zu allen möglichen Sachen. Unsere Gesellschaft ist momentan Bilder fixiert und Bilder dominiert. Ne? Also wir brauchen für alles Mögliche, Hintergrund, alles. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein guter Geschäftszweig für diese Unternehmen, die das anbieten. Ne? Also. Ja, ich denke, das stimmt. Das ist der Impact, den es hat, gesellschaftlich, und auch dieser, man kann jetzt Kunst, die man quasi selber gar nicht erschaffen hat, sondern nur neu zusammengesetzt hat mittels KI, verkaufen. Das machen ja manche. Ne? Und damit ist es Diebstahl? Irgendwas in der Richtung ist es dann, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch, also jetzt im Punkto, wenn ich ein Abenteuer vorbereite und Handout brauche, dann kann ich mich entweder hinstellen und hinsetzen und einen Abend lang mich durch die Google-Bildersuche googeln, finde dran drei Dinge, in denen ich mit, was weiß ich, Canva irgendwas am Layout ändere, weil mehr kann ich gar nicht. Oder ich gehe zu einer KI und sag, mal mir das und das und das Bild. Und am Ende sieht es wahrscheinlich besser aus als alles, was ich selber hingekriegt hätte. Es ist also auch tatsächlich eine Form von Arbeitserleichterung. Und also ich glaube, auch deshalb ist es hat es so einen großen Impact, weil es sozusagen es verschafft mir mehr Zeitbudget in meiner persönlichen Rechnung. Und sowas wie ein zusätzliches Alien-Drehbuch, das ist ja ein abgefahrenes Ding, das kann man also echt abfeiern, weil es ja witzig. So, aber das betrifft mich ja nicht. Also es ist weder ist der Alien-Film meine kreative Leistung, noch betrifft mich sozusagen, also ich bin ja auch kein Schauspieler gewesen, ich habe mir den Film nicht ausgedacht, ich habe ihn nicht gedreht. Ich für meinen Teil kann sogar sagen, ich habe sie nicht mal gesehen. Bildungslücke. Also der Impact ist auch deshalb, glaube ich, größer. Ich denke, also diese Arbeitserleichterung war ja auch schon vorher möglich. Ja, man hätte ja zu so einem favorisierten Illustratoren gehen können und sagen können, hier, mach das mal bitte, kostet ja Geld. Aber dann macht der das und nicht ich. Dafür gibt es ja Arbeitsteilung und Expertisen. Ja, und das kostet halt Geld. Also das Geld habe ich auch nicht unbedingt. Korrekt. Und jetzt kostet es kein Geld, aber basiert trotzdem auf der Arbeitsleistung von KünstlerInnen. Und ich glaube, das ist die Krux, warum das jetzt auf einmal mal da so viel Entwicklungspotenzial und auch Einkommen flöten geht. Also dieser negative Impact auf die Community ist gigantisch. Zumindest was ich in meiner Bubble mitbekommen habe. Und ich bin noch nicht mal in der Künstlerbubble. Also ich glaube, der Einstieg dazu ist gar nicht, also jetzt mal ganz naiv gesprochen, gar nicht so bösartig, wie das jetzt bei dir klang mit dem, also Künstler werden rausgedrängt oder so. Der 0815-Mensch da draußen denkt ja auch nicht nur ans Geld, sondern es ist einfach die Verfügbarkeit ist eine andere. Ne? Und es fühlt sich, wenn ich auf den Button klicke und der KI sage, ich mache das und das, fühlt es sich auch so an, als hätte ich was gemacht. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht wirklich so ist. Es ist Arbeitserleichterung, es ist Ersparnis und ich weiß auch gar nicht, ob der Künstler so viel Geld, also, ne, also wenn ich nicht weit denke, ne, also wenn ich so in meiner kleinen Denkblase bleibe, dann würde ich auch sagen, der Künstler verliert an mir, der ich jetzt das Programm nutze, nichts, weil ich hätte ohne das Programm keinen Künstler beauftragt, weil ich kann es mir nicht leisten, ich kann es nicht arbeiten. Dann hätte ich mein Projekt einfach nicht gemacht. Das heißt, meine kreative Arbeit hätte nicht stattgefunden. Ich hätte keine Chance gehabt, kreativ zu werden. Und das jetzt abzugrenzen, ist halt auch schwer, ne? Weil wenn man das weiterdenkt, verlieren die Künstler halt irgendwann komplett so ihre Daseinsberechtigung, damit hat die KI nichts mehr, womit sie lernen können. Und dann werden wir alle nur noch so passiv kreativ. Aber die Frage ist halt irgendwie, ist dieses Passiv-Kreativ nicht auch schon wieder ein tolles Kreativ? Also das ist halt schwer zu werten, ne? Aber der Zeitiger wedelt schon ganz heftig mit den Naja, Händen heftiges Relativ. Nee, der irgendwelchen. Punkt ist ja, ich gehe da völlig mit dir mit, dass es ja eine Milchmädchenrechnung irgendwo ist, dass man sagt, okay, jedes Bild, was so gesehen so ein KI-System erzeugt hat, ist so gesehen ein verlorener Auftrag für eine Künstlerentität. Nee, ich glaube, das muss man ein bisschen etwas pragmatischer betrachten, nämlich auch nach dem Prinzip. Das ist ja, wie gesagt, es ist ja nur Reproduktion vom Bestand, es ist nur nach 15 Kunst. Die jetzt so gesehen keinen großen Mehrwert hat. Ich habe ja selber auch durchaus solche Systeme benutzt, aber eher aus einfach anderen Gründen. Dazu werde ich mich jetzt gleich nochmal auslassen. Aber der Punkt ist,
ich glaube, es hilft letztendlich auch, dass die eigene Vorstellung, zum Beispiel gerade wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Character Artwork für meinen Charakter im Rollenspiel haben und es ist zufälligerweise, glücklicherweise ein Mensch oder irgendwas menschenähnliches, weil mehr kriegt die KI-System eh nicht hin, dann habe ich vielleicht auch eine gewisse Vorstellung davon, wie das Ding aussehen soll und dann kann ich auch, wenn ich dann zu einer Künstlerin gehe, kann ich auch sagen, ja, ich hätte jetzt gern diesen Zwerg, er sollte ein bisschen breiter im Gesicht sein, ich hätte jetzt gern mehrere Ohrringe, eine Kette, ein Nasenpiercing und noch ein Gesichtstattoo über die halbe Glatze. Das kriegt das KI-System nicht hin, aber der Künstlerin ohne weiteres, weil diese wissen ja, was sie tun und solche kleinen Details zu ergänzen, ist dann relativ simpel für sie, aber für eine KI ist es einfach unheimlich schwierig, weil sie das einfach nicht als Standard hat, weil ist ja nicht Standard. Und die Leute werden nicht diese 0-15 Charaktere wirklich behalten wollen. Wenn sie wirklich in ihren Charakteren Gefallen gefunden haben, dann wollen sie, dass das vernünftig ausgestaltet wird. Und dann ist ja auch der Punkt, wo du auch auf Cons gehst und sagst, ich würde gerne jetzt gern von dir, weil mir gefällt dein Stil, hätte ich jetzt gerne ein Character Artwork für meinen Kampfzwerg, ja. meine mit Efeu behangene Elfe oder wie auch immer haben. Also das ist ja weit fast. Da fällt mir gerade was ein, weil es so super gut passt gerade. Ich habe mich vor einiger Zeit mal Sachen beobachtet. Da ging es auch darum, dass ich halt gezielt danach gesucht habe, dass Leute, also ich wollte Charaktere gezeichnet haben. So andere Leute in meinem Umkreis auch. Und haben wir auch machen lassen alles und so. Aber in dem Prozess, dass ich mich halt umgeguckt habe, und auch irgendwie zwischendurch auf der Spielemesse, da gibt es ja auch immer solche Leute, die irgendwie anbieten, irgendwie Sachen für einen zu zeichnen. Wenn man die einfach mal ein bisschen über längere Zeit beobachtet und schaut, also ich möchte jetzt irgendwie auch keinem zu nahe treten oder so, aber das ist auch sehr, sehr generisch, was diese Menschen machen. Ne? Also ich sag irgendwie, ich möchte einen Elfen haben mit Ohrring, so wie du das gerade, oder Zwerg, du hast von einem Zwerg gesprochen oder so, die können das zwar leisten, aber das Grobe ist dasselbe. Ja. Wenn der Nächste kommt und sagt, ich hätte gern einen Zwerg, hat er genau die gleiche Pose, hat er genau die gleichen Grundgesichtszüge, nur die Details werden halt ergänzt. Ne? Und von daher gibt es auch bei menschlichen KünstlerInnen dieses Stereotyp kategorisieren. Einfach, klar, würde ich auch machen. Ne? Also mache ich auch, wenn ich künstlerisch tätig wäre oder kreativ tätig werde, dass ich halt in bestimmten Mustern verfahre, weil es halt, das ist halt so, wie wir sind. Ne? Ja. Mir ist eingefallen, dass für die musikalische Arbeit ist ja sogar ein, also bei, ich weiß nicht mehr gegen wen Kraftwerk prozessiert haben, aber irgendein Hip-Hopper. War es nicht Moses Pelham? Ja, Moses Pelham, der hat 4 Sekunden Beat aus einem Kraftwerk-Song, der von 85 ist oder so, genommen, weil ja Hip-Hop immer darauf basiert, Dinge zu samplen, also vorhandene Sounds zu nehmen und sie zu Beats zu verarbeiten und zu Songs. Ist ja auch bei Lose Yourself von Eminem ist das sehr prominent. Der hat ja einen Aerosmith-Song genommen, diese Gitarren. Und so. Oder Run DMC zum Beispiel haben auch einen Aerosmith. Genau. Und also Hip-Hop basiert ja darauf, sozusagen urheberrechtlich schwierige Dinge zu machen und sie kreativ weiterzuentwickeln. Und in dem Punkt haben, glaube ich, Kraftwerk sogar recht bekommen. Also da ist diese Frage, wie mit einem Sample umzugehen ist entschieden. Um es jetzt nochmal auf die Malerei zurückzukoppeln, ist es schon ein Sample einer bestimmten Kunst im Stil eines bestimmten Künstlers zu malen? Ja oder nein? Das wäre jetzt die zu klärende Frage. Kurzer Einschub nur. Der Urheberrechtsreformen sind ja gewisse Freigrenzen für verschiedene Medien ja mittlerweile definiert und mittlerweile wäre die Freigrenze für so Audio-Ausschnitte 15 Sekunden. Nur als Einschub. Also man kann ohne weiteres Lieder 15 Sekunden anspielen, ohne Probleme zu bekommen.
Ja. Also es ist ja auch diese Debatte, die wir auf YouTube und so wegen der Urheberrechtssache auch die ganze Zeit ja auch hatten, ne? Also was darf man nehmen, um selber damit kreativ Neues zu erschaffen? Und ne, zählt Das dann ist das unheimlich Ursprungswerk oder anstrengend, Eigentum? dafür sicherzustellen, dass man bloß keine Probleme mit irgendwelchen Copyrights bekommt. Ich für meinen Teil ganz persönlich finde es ja überhaupt nicht schlimm, wenn irgendwie Künstler A 15 oder 10 oder 20 Sekunden Riff von Künstler B nimmt und daraus einen eigenen Song bastelt und was völlig anderes macht, als wenn es X Bands gibt, die alle klingen wie Slayer. Ja, und Oder selbst als das wenn, passiert ja. Also überleg mal. oder als ob Slayer 20 Jahre lang denselben Song 17 Mal auf eine CD pressen und es jedes alle 3 Jahre als neues Album verkaufen. Wollen übrigens keine Slayer-Fans hier dissen. Überleg mal, was Anfang der 90er in der Rockszene los war. Ne? Also jede Band klang wie oder ähnlich wie Nirvana. So. Ne? Also das kann man ja beliebig verschieben auf andere Stile, ne? Aber ich glaube, das ist ja Teil des Schaffensprozesses. Ne? Rembrandt hat garantiert auch irgendwelche Nachahmer inspiriert. Ja, diese ganze Inspiration, Kreativität, das gehört ja alles dazu. Das ist ja alles das Gleiche. Ich glaube nur, dass das, was durch die KIs ja verloren geht, ist der Faktor Mensch, der ja mehr kombiniert als nur die zwei, drei Schlagworte. Ja, also wenn ich mich inspirieren lasse von Rembrandt oder Slayer oder Nirvana oder auch im Rollenspiel meine eigene Welt bauen, dann nehme ich natürlich irgendwas, was mir gefällt. Und dabei kommt aber mehr raus als nur das, was ich gerade als Inspiration genommen habe. Und genau der Faktor, den macht ja KI nicht, oder? Ja, das ist ja die Ursprungsfrage, ne? Es ist die Frage, was ist der Mehrwert? Ist ein neu kreiertes Bild, ist ein Rembrandt mit Auto ein Mehrwert? Für einige bestimmt, für andere nicht. Ne? Das ist relativ. Was mir gerade bei dieser Nachahmer- und Inspirationsdebatte in puncto Malerei und auch also bei Musik gilt das ja auch, dass man sich mit einem gewissen, je größer der Abstand, dann sorgt das kulturelle Gedächtnis ja dafür, dass die, die es also nach Meinung der Masse am besten gemacht haben, die bleiben. Und die anderen verschwinden wieder in der Versenkung. Also, es hat wahrscheinlich Dutzende Leute gegeben, die so ähnlich gemalt haben wie Rembrandt, aber so formvollendet hat das nur er gemacht. Und also es geht ja so weit, dass gerade im Mittelalter gibt es ja, also Lukas Cranach zum Beispiel hat in einem sehr bestimmten Stil gemacht und es gibt eine ganze Cranach-Schule, wo man immer nur sagen kann, das ist ein Bild aus der Cranach-Schule und man weiß überhaupt nicht, wie der Mensch heißt, der es gemalt hat. Und so ist das ja irgendwie bei Musik auch. Es gibt es gibt ja unglaublich viele, also bei mir waren es so Anfang der 2000er, New Metal war so voll mein Ding. Linkin Park kennt man noch, Limp Bizkit und Korn. Und wenn man sie dem New Metal zurechnen will, auch noch System of a Down. Ich würde ja sagen, ist keiner, aber ich habe auch noch MP3s von Dutzenden von Bands, von denen man nach dem ersten oder maximal zweiten Album nichts mehr gehört hat, weil sie einfach klangen wie alle, wie der Korn-Song, den Korn nie geschrieben haben. So. Das ist ja auch, also sozusagen, was Kunst ist, zeigt ja auch die Rezeptionsgeschichte. Also, wie ist es aufgenommen worden? Und also letztlich, da ist nochmal deine Frage, Koali, wer bewertet eigentlich, was Kunst ist? Und letztlich muss man da sagen, wir alle, die letztlich am Ende die Datenlage, an was erinnert man sich noch und was wurde als so originell empfunden, dass es gekauft wurde letztlich oder gefeiert oder also als inspirierend wahrgenommen.
Das ist doch die Frage. Ja, also mit Blick auf die Uhr können wir mal irgendwie so zusammenfassend irgendwie mal festhalten, diese, also ich empfinde diese KI-Sache jetzt auch mal losgelöst von Kunst. Mich bedrückt das auf der einen Seite, weil ich das nicht verstehe. Zeitiger versteht das besser, aber der nickt gerade schon, wenn ich sage bedrücken. Ja, weil, wie Wahrscheinlich ist gesagt, es, wenn man sich damit auskennt, noch bedrückender. wie ich sagte, es ist eine Blackbox. Es sind irgendwelche Daten, die irgendein neuronales Netzwerk erzeugt haben und du kannst dieses neuronale Netzwerk nicht mehr nachvollziehen und jeder Algorithmus, der dieses System erzeugt hat, ist für einen Informatiker nicht mehr einsehbar und auch wir haben darüber keine Kontrolle. Ja, und dieser Kontrollverlust verursacht halt auch echt, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt jetzt in unserem Podcast, einen Kontrollverlust gleich Angst. Und die andere Seite von mir sagt einfach, dass das auch es hat das Potenzial, wirklich nochmal auf eine andere Weise die Gesellschaft zu kickstarten, wenn man es klug benutzt. Und ihr seht es nicht, aber Alex lächelt gerade schon über beide Backen, gut benutzt. Ja, ich finde halt, wenn die Gesellschaft es klug benutzt, die Vergangenheit lehrt uns ja, dass das irgendwie selten passiert. Ja, genau. Also das ist das Fazit, was ich ziehen wollte. Mein Fazit wäre dazu, dass man diese KI-Sache sehr, sehr kontrolliert und sehr reflektiert benutzen muss, damit das nicht aus dem Ruder läuft und es eben nicht nur dem Geldfluss hinterherläuft und dann sich irgendwann in der Blackbox verselbstständigt und wir da überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendwelchen Wurzeln oder sonst irgendwie haben und davon total abgestumpft irgendwelche Stereotype nachahmen oder so. Jetzt als Dystopie jetzt mal gesprochen. Ne? Aber als Utopie kann man den dagegen halten. Wenn wir es schaffen, das kontrolliert und reflektiert zu benutzen, dann hat das Potenzial, viel, viel mehr Kreativität auf menschlicher Seite auf einer anderen Ebene zu erzeugen, als sie uns auf einer Ebene wegnimmt. Davon bin ich auch überzeugt. Also was ich da jetzt noch reinwerfen wollen würde, ist vielleicht der Aspekt Zugang zu Kunst und Wertschätzung von Kunst und künstlerischer Leistung. Weil das war jetzt auch so ein Thema, ne? KI macht es eben populärer, Kunst auch zu sehen und die Vielfalt an Kunst irgendwie durch ein paar Stichworte zu erfahren. Vielleicht braucht es da einen anderen Hebel, damit man dann direkt mit den KünstlerInnen auch interagieren kann oder deren Kunst bekommt und oder auch eine Entlohnung dann dafür stattfindet, ohne dass da eine Blackbox dazwischen geschaltet wird, wo man gar nicht weiß, was vorne und hinten passiert ist. Weil auch gute und oder günstige Kunst kann man ja im Internet finden. Ist jetzt vermutlich nur nicht so populär bekannt wie diese ganzen KI-Kunstgeschichten. Ja, würde ich auch sagen. So, allgemeines Nicken, was ihr nicht sehen könnt. Wir haben ja immer eine tolle Abschlussfrage, irgendwie, um den ganzen Podcast abzurunden. Und der Zeitiger hatte sich gemeldet und hat eine super Abschlussfrage formuliert und uns hier schon in unseren Chat reingeschrieben. Aber ihr wisst es alle nicht, deswegen darf er das jetzt alles nochmal für euch da draußen formulieren. Genau, die Und kreative Abschlussfrage, weil wir wollen ja nicht nur negativ enden, ist natürlich immer noch, was habt ihr eigentlich schon an KI-Zeug, also sei es nun Audio, Bilder, Texte, schon verwendet für euer Rollenspiel und warum? Also was war eure Motivation dahinter? also da kann ich anfangen. Ich habe das nämlich nur mal ganz kurz verwendet, weil ich tatsächlich auf der Suche war für mein Worldbuilding nach einer Spezies, die ich da verwenden wollte, die ich in der Form noch nicht gefunden habe. Und dachte mal, es ist, wie Zeiting als Beispiel, diese obskuren Alien-Sachen. Da weiß die KI nichts mit anzufangen. Kam auch nur Kauderwelsch bei rum. Hat mich dann in meinem eigentlichen Plan A bestärkt,
nehme ich doch einfach mit einem richtigen Menschen in Kontakt zu treten, sobald ich mal das Kleingeld dafür habe, und da einen richtigen Auftrag draus zu machen und die Inspiration entsprechend dann in professionelle Hände zu geben und nicht in irgendein KI-Kauderwelsch. Also letztendlich war es kein Erfolg. Im Prinzip war es ein Erfolg als Erkenntnisgewinn für mich und sobald ich mal das Geld dafür auch in die Hand nehme, ein Erfolg für eine Künstlerin. Ja, bei mir, ich habe für die gerade beginnende, Achtung, Werbung, für die gerade beginnende Kampagne beim Koali haben wir die Charakterporträts mit dem ArtReader gebaut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich da rumzuprobieren, wie sieht das denn aus, wenn. Manchmal habe ich dann gedacht, so, ach Mensch, ich hätte mir was anderes erhofft. Also, wenn man dann irgendwie zu viel Bart oder zu dunkle Haarfarbe oder so, dann wurde es so verschwommen alles und so. Genau. Und das, aber ich fand es insgesamt ganz gut und bin auch mit dem Porträt tatsächlich dann sehr zufrieden. Man kann sich das Ding auch ansehen beim Koali auf dem Kanal, das Prelude, was schon da ist zu der neuen Kampagne. Mir hat viel Spaß gemacht, einfach damit rumzuprobieren. Und weil ich persönlich, also wenn ich zeichne, hat meine Mutter früher immer gesagt, oh, das ist ja ein tolles Pferd. Und ich habe daneben gesessen und gesagt, aber das ist eine Katze. Und das ist seitdem nicht viel besser relate. Geworden. Was? Ich kann das nachvollziehen. So, das ist seitdem nicht viel besser geworden. Und da war ich vielleicht 6. Ja, von daher bin ich da über diese Arbeitserleichterung ganz froh und hab das irgendwie gerne damit gemacht. Hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ansonsten, was so meine eigenen Dinge als Spielleiter angeht, irgendwie bin ich noch nicht so richtig damit unterwegs gewesen. Aber KI nutzt du ja, wenn du Shadowrun spielst, auf jeden Fall. Ne? Also IT. Ja, IT auf jeden Fall, aber OT halt nicht. So, da behelfe ich mir meistens mit Bildern, die ich irgendwo finde und stelle die dann so meinen Spielern zur Verfügung. Ja, also KI benutzen für Rollenspielprojekte. Also wenn wir jetzt vom ArtBreeder sprechen, der ist relativ präsent auf meinem Kanal. Ich hätte den gar nicht als KI eingeordnet, ehrlich gesagt. So wie ich den ArtBreeder verstanden habe, ist es ein Tool, was in bestimmten Rechenschritten also Einstellungen für Bilder fabriziert. So. Aber du kannst ja verschiedene Bilder auch kombinieren. Also du kannst sagen, dass du im einen Stil und im anderen die Struktur. Genau, das kann ich aber mit Photoshop auch. Ne? Also ist das auch schon eine KI? Frage ist halt, was ist Tool und was ist KI und ist eine KI ein Tool? Und mir wäre das jetzt auch gar nicht so bewusst gewesen, dass das eine KI ist und ich die nutze. So, das ist mir jetzt erst irgendwie im Vorfeld dieses Talks. Die Grenzen sind auch fließend. Genau. Also wenn man denn so will, habe ich ohne es zu wissen KI benutzt, ja. Und damit KünstlerInnen um ihr schwer verdientes Brot gebracht, was sie von mir nicht gekriegt hätten, weil ich kein Geld gehabt hätte dafür. Weil diese eine Mal, wo ich Charaktere habe malen lassen, das ist mir schon ordentlich in den Geldbeutel gegangen. Das kann ich mir nicht leisten für Rollenspielrunden, das ständig zu machen. Dennoch präsentiere ich ja mit den Bildern, die ich mache, ich komme in so einen Rechtfertigungsmodus, merke ich gerade, komme ich in so ein Metier, dass es halt auch irgendwie ansprechend aussehen soll. Ich verdiene nichts mit meinem Zeug, ich nehme damit keinem was weg. So. Also das, was ich kriege, ist oder gekriegt habe über Patreon damals, wo es noch existierte, ja, das war
Nicht viel, würde ich sagen. Da wird auch kein Künstler von reich. Und dennoch inspiriert es Leute, das weiß ich. Regt Leute an, macht Leute andere Leute kreativ, macht mich kreativ, macht meine SpielerInnen kreativ. Wir nutzen das, um ja, um unsere Welten zu erschaffen und unser Spiel voranzutreiben. Und wie ich da eben schon mal gesagt habe, ich glaube, da wird mehr Kreativität geschaffen, als dass es zerstört würde durch das Programm. Ich überlegte gerade noch so, wo war das mit dem Weltenbau? Gibt es irgendwie so Generatoren, also Spielweltgeneratoren, die ich schon mal benutzt habe oder so? Da gibt es bestimmt ein paar, wo ich mal so rundherum geklickt habe. Oder auch so Namensgeneratoren, Sachen, da weiß man, ist das auch schon KI oder ist das nicht KI, ne? Also ist eher eine Tabelle dahinter. Ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, was ist KI, was nicht, ne? Also ich habe ja, ne, also was ist Tool, was ist nicht Tool? Und ja, also ich glaube, es kann für Rollenspiel schon sehr, 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 sehr nutzbar gemacht werden, ne? Aber wenn man die Möglichkeiten hat, also wenn ich die Möglichkeiten hätte auch, ne, jedes Mal für jede startende Runde irgendwie 1.000 € auszugeben, dann würde ich das auch machen, aber das habe ich leider nicht so. Und dann muss ich mich auf das beschränken, was ich habe. Und das ist nun mal das, was es irgendwie frei erhältlich gibt. Und dennoch bin ich zufrieden damit, so Charakteren, wie sie bei mir im Hintergrund im Zimmer hängen, die dann handgemalt sind. Oder wenn Fans irgendwie sich melden, die Runde sehen und dann mir Bilder malen von den Charakteren. Ne? Das ist das Allergeilste, was es überhaupt jemals gibt. Man macht irgendwie was Kreatives, setzt es irgendwie ins Internet und Leute finden das so geil, dass sie da irgendwie Fanart von machen. Das ist immer eins der höchsten Gefühle, die man als Content Creator irgendwie haben kann. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie bei anderen ist. Ja. Also ja, ich nutze das und ja, ich habe da vielleicht Leute um Geld betrogen, aber So schlimm will nicht, ich es, wie gesagt, nicht nicht im sehen. bösen Willen. Ja, ich habe nämlich der Art Breeder ist auch bei mir ein gängiges Werkzeug, solange ich mich mit Menschen beschäftige. Und ich nutze, habe auch Art Breeder auch mal genutzt, um immer wieder auch kreativ auszubrechen. Ich habe eine Off-Air-Runde Schatten des Dämonenfürsten geleitet und habe dafür ganz bewusst meine ganzen NSC wirklich mehr mit da so von den Ethnien durchgemischt und habe dann auch gesagt, okay, ich nehme dieses Bild von Gandalf und drehe einmal den Regler auf schwarz. Schwarzer Gandalf. Und sonst, also solche Geschichten. Einfach so nochmal durch, ich breche jetzt hier die Stereotype auf. Und für Coriolis habe ich ja einfach, das ist ja Space Orient. Das heißt also, es sind ausschließlich People of Color und schwarze Menschen, die dort unterwegs sind und auch Indigene. Und da ist es aus meiner Sicht völlig unsinnig, hier weiße Leute reinzusetzen, und der Abbrüder hat primär nur weiße Leute. Und dann ist so dieses: Okay, ich suche mir ein schönes Bild. Oh, die Person sieht hübsch aus, aber bitte einmal in Arabisch, einmal in Schwarz, einmal in Indigen. Noch ein bisschen an den Reglern gedreht, dass es halbwegs vernünftig aussieht, und damit kann man auch als, um eben gerade diese Sache der Stereotype ein bisschen aufzubrechen, auch wenn die Bilder trotzdem Stereotyp sind. Wie gesagt, Schwarze sind immer irgendwie doch große Nase und dicke Lippen. Das wäre schön, wenn das Art Breeder mal sich abgewöhnen würde, aber anderes Thema. Aber immerhin kann man sagen, okay, man kriegt es damit schon mal hin, dass man seinen NSC, seine Nichtspielercharaktere entsprechend auflockert, und was die anderen, was die SCs natürlich machen, ist ein anderes Thema. Und ansonsten bin ich persönlich auch eher so ein Freund von eben Creative Commons Bildern. Ich remixe meine Bilder eigentlich primär selber. Also zum Beispiel die ganzen Coriolis-Cover habe ich selber zusammengebaut. Das sind einfach immer verschiedene, das ist eben Collagentechnik. Also effektiv nutze ich da auch nur Bilder von Pixabay, Pexels etc. Und damit kann man auch schon sehr viel machen. Aber natürlich ist auch in meinem Bildbearbeitungsprogramm KI-Systeme drin, wo ich sage, okay, misch mir mal die Farben richtig ab, setze hier bitte das Ding auf, mach aus dieser völlig verpixelten Grafik bitte ein großes Ding. Das ist alles KI-Systeme dahinter, aber das ist halt Werkzeug. Und ja. Und ansonsten, das geht halt nur in diesen Runden bei Verbotene Lande. Klassisches High Fantasy, Elfen, Goblins, Wolfsmenschen, das geht nicht. Und da bin ich immer nur heilensfroh, dass ich einen Mitspieler so gesehen dabei habe, der die ganzen Artworks gemacht hat bei mir in der Kampagne. Und ich möchte diesen Spieler auch nicht verlieren. Ich werde ihn wahrscheinlich hofieren bis zum Ende dieser Kampagne.
Und auch bis hier jetzt noch ein paar Abenteuerpunkte. Und auf jeden Fall geht da so gesehen auch, ist da bis hin auch der Großteil des Geldes, was ich jemals bekommen habe über Coffee und Patreon oder sonst wie, das ist alles Richtung dieses Künstlers gewandert. Aber ich sage, okay, allein das, was er an wirklich geilen Artworks geliefert hat, kann ich nicht bezahlen. Aber immerhin ihm so weit zu sagen, okay, das, was ich in den Hut bekomme, das kriegst du. Oder wenigstens ein großer Teil davon, weil ich muss irgendwie auch meine laufenden Kosten, aber da ist auf jeden Fall über die Hälfte immer in diese Richtung gelaufen. Und deswegen nochmal hier der große Shoutout. Wenn ihr Geld habt, eure Künstlerinnen zu bezahlen, dann tut das bitte auch, weil die leben nicht von Luft und Liebe, sondern haben, das ist ein Knochenjob oftmals, weil er einfach viel zu schlecht bezahlt ist. Und wenn ihr die Option habt, dann tut es auch. Sie werden sich sehr freuen. Amen. Das ist normalerweise mein letztes Wort. Ja. Ihr da draußen, habt ihr denn schon mal KI benutzt für in irgendeiner Situation? Seid ihr euch bewusst gewesen, dass ihr KI benutzt? Oder kennt ihr euch mit KI aus? Teilt doch mal eure Erfahrungsberichte mit uns. Und lasst uns das zukommen. Was habt ihr für Ansichten über das Wegnehmen oder das Wegfallen von Kreativität und KI? Und habt ihr Angst vor KI oder seht ihr das als Chance? Es gibt so viele tolle Ideen, die wir hier heute aufgebracht haben, die wir eigentlich auch mal einzeln verfolgen könnten von der Idee, irgendwie, was ist eigentlich das Böse und was ist Kreativität generell und so. Das könnte man alles eine eigene Folge zu machen. Aber deswegen sind wir auch auf Feedback ein bisschen angewiesen. Heute war ja auch so eine Folge. Jemand möchte mal, wir sprechen über KI und Kunst, dann machen wir das. Also wenn ihr Ideen habt, lasst uns das gerne wissen. Und wenn wir das auch interessant finden und wir da auch was zu sagen können, dann machen wir das. Und manchmal auch, wenn wir da nichts zu sagen können. Wir sind ja auch immer noch ein Podcast von weißen Männern, also wir haben immer was zu sagen. Das ist ja unsere Kerneigenschaft. Aber, Spoiler, in der nächsten Folge wird das Männliche hier aufgebrochen und wir haben eine Dame dabei. Wuhu. Also, wenn alles klappt. Aber da reden wir über ein völlig anderes Thema. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Oh. Tschüss. Oh.